Hallihallo, hallihallo zu Game Dev Tycoon. Ich habe es jedes Mal in der Einleitung bisher, glaube ich, falsch ausgesprochen. Ich sage immer Games. Dabei heißt es ja Game Dev. Na ja. Ist, glaube ich, nicht der einzige Fehler. Mein natürlich. Ich glaube, ich fange gar nicht mehr an. Lassen wir es gleich bleiben. So, machen wir eine kurze Übersicht. Was erwartet uns heute? Ich glaube, die Maus wird aktuell nicht angezeigt, wenn ich hier rausgehe. Darum mache ich das hier. Mich erwarten heute als erstes mache ich Contract Work. Och, geht gar nicht. Ausgebucht. Gut, dann zeige ich es halt so. Denn uns erwarten heute ganz besondere Dinge heute. Wir machen ein Large MMO. Das habe ich eigentlich schon lange versprochen und mich bisher noch nie daran versucht. Ach, jetzt wird's schwierig. Wenn ich wählen könnte, was ich als MMO entwickeln würde, dann würde ich eigentlich Fantasy oder Mittelalter. Also, das ist jetzt nur eine reine Wunschwahl meinerseits. Ich mache, komm, machen wir Mittelalter. Es ist jetzt ein Fantasy-Mittelalter, aber. Und zwar würde ich vorschlagen, wir machen ein Adventure-RPG. Ist das ein Adventure-RPG oder würde ich das ein Action-RPG nennen? Ich glaube, ich würde es sogar Action-RPG nennen. Nennen wir das Action-RPG. Auf der Plattform. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist auf meiner eigenen Plattform oder auf dem PC. Das ist jetzt eine Entscheidung, die fällt mir jetzt wirklich sehr schwer. Eigentlich hänge ich am PC. Gleichzeitig möchte ich natürlich meine Konsole unterstützen. Soll ich beides probieren? Ich probiere es mal auf der eigenen Konsole. Ich habe keine Ahnung, wie das auf der eigenen Konsole funktioniert. Ich nehme jetzt mal an, eigentlich nicht. Trotzdem probieren wir es. Ich finde, MMOs gehören nur in erwachsene Hände. Deshalb Major, vor allem aufgrund des Suchtfaktors. Und ich spreche da durchaus aus eigenen Erfahrungen. So ein MMO, boah, führe mich nicht auf die dunkle Seite. Und da nennen wir das a Dark Side of. Das geht vermutlich nicht. Doch. Dark Side of Camelot. MMO. 7,8 Millionen. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Das machen wir. Wir nehmen die neueste Grafik-Engine. Nee, können wir gar nicht. Das ist auf meiner Konsole. Halt, halt, halt. Machen wir nicht. Was wir aber machen ist. Hier. Start Project. Wir machen jetzt mal unsere eigene Messe. Und. Das Budget haben wir halt danach auch nach oben. Das kann ich jetzt noch nicht, das war zu schnell. Action-RPG, dann denke ich, gehen so hier fast in die Hälfte. Hier noch ein bisschen mehr nach oben. Und hier ein bisschen nach unten. Das reicht nicht. Das reicht. Ach, Moment mal. Es spielt gar keine Rolle, also ich könnte jetzt nicht mehr hier was verändern. Ich brauche unbedingt eine neue Engine später. Safe Games Multi. Das Multiplayer, das ist ein Online-Spiel. Videoplayback braucht es dafür nicht. Mod Support. Wenn man jetzt Mod Support. Ja, schade. Lassen wir es halt bleiben. Achievements, ja. Joystick, nein. Okay, machen wir es nur so. Geht das beides? Nee, das geht natürlich auch nicht beides. Story Quest ist klar, da bin ich ja der Spezialist. Engine ist auch klar, da ist der Angel. Und als World Designer hat jetzt beim Gameplay eigentlich nichts zu suchen. Da brauchen wir eine neue Person. Dann denke ich, setzen wir Dorothy hier ein. Für das haben wir ja neu im Team. Ich bin ganz, ganz leicht erkältet.
eine klassische Frühlings-Sommer-Erkältung. So. Eine eigene Messe. Soll ich jetzt tatsächlich noch gleichzeitig... Ach, wir haben alles raus, was irgendwie geht. Ausnahmsweise mal wirklich alles. Ich mache sogar eine Large Campaign. Und jetzt wollen wir mal die Hype-Wertung ansehen. Hier ist zum Glück immer noch alles in Ordnung. Ich werde auch, weil mir langsam die Zeit davon rennt, werde ich tatsächlich jetzt auch bald schon eine neue Konsole machen. Sobald dieser Titel vorbei ist, werde ich noch diverse Sachen erforschen und dann sofort an die neue Konsole gehen. Vielleicht reicht es mir sogar noch. Hoffe ich mal. Aber so langsam wird es auch wieder knapp. Also ich bin eigentlich nicht so unter Zeitdruck. Ich kann natürlich danach noch weiterspielen, wenn ich das möchte. Es zählt dann nur nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob ihr noch hier ein unendliches Spiel sehen wollt. Ist vielleicht nicht so interessant dann zu sehen. Level Editor braucht es eigentlich nicht. Was es wirklich braucht, sind Begleiter. Wo ist der World Design? Das kommt erst im nächsten Schritt. Okay. Habe ich den World Designer noch frei? Ja, Story Quest. Dann würde ich eher sagen, Story Quest, wenn ich ja schon Dialoge mache, dann kann ich auch gleich die Story Quests, Quatsch, wenn ich schon selber Story Quests mache, kann ich auch die Dialoge dazu schreiben. Das passt vermutlich zusammen. Level Designer, der ist am Level Design, die AI, Abraham Lopez, ja, warum nicht? Lassen wir das so mal vorerst. Und ein Konkurrent weniger auf dem Markt. Die Kosten sind gerade einmal mehr wieder explodiert. Ich glaube, wir hatten 1,28 Millionen letztes Mal. Kann das sein? Die G3, das ist meine Abschiedsrunde. 1,47. Denn die Messe wird hier langsam zu klein. Wir sehen das. Ich habe eigentlich 2,1 Millionen Fans. Also, das ist eindeutig zu klein in der Zwischenzeit. Und ich generiere immer noch ein bisschen Fans damit. Die Hype-Wertung. Ich hätte, glaube ich, auch die kleine Wertung. Was ist denn heute wieder mal los? Die kleine Werbung schalten können. Und das hätte vermutlich auch gereicht. Die Vony kommt mit der PlaySystem 4. Das dürfen die. Ich werde natürlich dagegen ankämpfen und damit habe ich das Wort das erste Mal schon benutzt. Mit meiner eigenen Konsole. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Zuerst mal mich hier wieder darauf konzentrieren, dass mein erstes MMO ein Erfolg wird. Der Titel sollte eigentlich viel versprechen. So, World Design. Grafik. Marit ist okay. Wen setze ich denn an Sound? Wer hat eigentlich am wenigsten zu tun? World Designer, reicht das? Dann wird's knapp. Aber eigentlich bleibt mir gar keine Wahl. Wenn ich... Also, sie sind beide mit 106 dabei. Egal, was ich mache. Ich könnte höchstens noch an den Schraubern drehen, aber... Das will ich an sich nicht. Lassen wir das lieber so. Ein überarbeiteter Mitarbeiter mit so wenig... Mit den paar Prozenten, das wird er überstehen, bin ich überzeugt. Mono-Sound? Nee, das reicht ja eigentlich. Open World, hier ist wichtig. Open World, Dynamic World, das reicht nicht. Virtual Economy, Tage 80. Es reicht nicht. Schade. Ein anderes Mal dann machen wir das im Nachfolger. Hoffe ich zumindest, dass es dann reicht. Was wichtig ist, schön sind die Design- und Technologiepunkte, die nach oben klettern. Hype-Wertung werde ich vermutlich einen neuen Rekord erreichen. Über 500 ist schon jetzt. Vielleicht knacke ich die 600. Nee. Aber die Convention... Lassen wir das. Und
Hier können wir noch nichts. Die eigene Convention wird bald stattfinden. Hoffe ich. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das technisch aussieht, was ich hier machen muss. Wichtigste ist jetzt, wir haben ja noch zwei Jobs frei. Das bedeutet, ich trainiere dich nochmal. Design. Du bist auch noch nicht spezialisiert. Dich trainieren wir in... Ich würde jetzt sagen, auch im Design. Dich trainieren wir in... Ne, dich trainieren wir gar nicht. Hier warten wir einfach noch. Und veröffentlichen. Passend zur Blattsystem, zum Play-System 4 von Woni. Dann würde ich nämlich statt trainieren hier gerne neue Dinge erforschen. Wir erforschen das Gamepad hier. Kann ich hier das? Nee, kann ich nicht. Neue Rekorde. Great Combo. Sehr schön. Und zwei Level-Ups. Die Lohnkosten sind mir langsam egal. Ihr seht, ich habe 618 Millionen. Trotzdem. Die werden nachher natürlich davon fließen. Aufgrund der neuen Konsole. Aber zu dem sind wir noch nicht gekommen. Nehmen wir hier noch die Simple Body Languages rein. Nehmen wir noch... Ich habe immer das Gefühl, im Computer geht es zu schnell, wenn ich hier irgendwo hinklicke. Na? Für ein MMO? Nein, perfekt. Schön. Ach, sehr schön. Eine 10. Und noch eine 10. Wow. Sehr gut. Das ist doch, wie man es sich wünscht. Body Language hatten wir, glaube ich. Advanced Physics, wir sind bei der Engine E immer am Anschlag. Nehmen wir hier noch die AI dazu und was könnten wir noch nehmen? Realistic Body Language. New Topic. Aliens. Die Maus wieder daneben geklickt. Es ist eigentlich nicht die Maus, die daneben klickt. Das Problem ist tatsächlich, ich glaube, das geht dem Computer zu schnell. Wenn ich gleich wieder irgendwo hinklicke, da macht er irgendwie einen Zwischenschritt. So, der kleine Zwischentext hier. MMOs funktionieren natürlich. Ob so jetzt gleich der Schläge auf den Hinterkopf. Jedes Mal, wenn ich natürlich sage. MMOs funktionieren selbstverständlich anders wie normale Titel. Sie generieren nicht nur einen Erlös beim Verkauf, sondern naturally. Kann ich das so umgehen? Nee, sie generieren nicht nur beim Verkauf einen Erlös, sondern auch über die Monatsgebühren. Dementsprechend kommen aber auch Kosten auf mich zu. In Sachen Server, Wartung, Personal und vieles mehr. Hier ist wichtig, dass ich ein bisschen das im Gesichtsfeld behalte, weil auch je nachdem sich dann ein MMO irgendwann nicht mehr lohnt. Dafür könnte ich dann Expansions Packs machen, was ich durchaus lohnen kann. Du bist noch nicht ausgebucht. Machen wir noch ein New Topic. Mystery. Und dich... Nee, du bist aus... Jetzt ist vorbei. Dann würde ich sagen, Create Custom Engine noch nicht... Ja, wobei doch. Komm, fangen wir schon an.
nehmen wir eine neue Custom Engine. Das ist die RPG Last Evergreen. Nennen wir die mal positiv. Nehmen wir den Surround Sound mit. Die Stories. Das Gamepad. Simple Body Language. 2,9 Millionen, alles dabei. Legst du schon mal los? Gehen wir ins Hardware-Labor, während hier vorne gewerkelt wird. Machen wir eine neue Engine. Ich sage jetzt Engine, dabei meine ich eigentlich eine neue Konsole. Hier würde ich sagen... Die sieht doch schick aus, oder? Und too big to fail. Funktioniert doch so auch. Das Budget wieder nach oben. Wir hauen wieder alles raus. Und gehen auf das nächste Level. Multiplayer. Machen wir das Online-Play wieder. Nehmen den Gamepad mit. Und dieses Mal mit Surround Sound. Hier hauen wir auch sofort das Budget nach oben. Es ist wieder an. Wirklich wieder an allen Abteilungen liegt hier was zu machen. Das R&D-Labor könnte ich. Das wurde eigentlich aus meiner eigenen Convention. Wollten die nicht, oder? Machen wir halt eine. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum da die Convention letztes Mal nicht funktioniert hat. Rang 16, das heißt, wir hauen ja auch, glaube ich, Nachfolger nachher raus. Mal gucken, was es werden könnte. Neue Themenbereiche habe ich ja. Jetzt brauchen allerdings gerade zuerst noch alle Ferien. Das ist schlecht, dass jetzt gerade jetzt Ferien sein müssen. Aber das kann ich jetzt im Moment nicht mehr ändern. Das dürfte jetzt zu kurz sein. Mit der Masse an Mitarbeitern ist mir jetzt zu risikoreich. Nehmen wir einfach das hier. Ach doch, die kommen ja ganz schnell zurück. Perfekt. Nehmen wir einfach nochmal gleich. Das erste, was sich anbietet, spielt keine Rolle, was es ist. Wir sind ja gleich zurück, oder? Kommt. Kommt zurück. Kommt zurück. Ach, die werden schon zurückkommen. Machen wir wieder Large MMO. Machen wir gleich die nächste Sache. Diesmal auf dem PC. Und ich denke, ein Dungeon würde hier wunderbar funktionieren. Ein Dungeon, das wäre jetzt eigentlich natürlich... Machen wir eine Simulation dazu. Und dieses Mal wieder auf der eigenen Konsole? Oder doch auf dem PC? Machen es auf dem PC. Die neue Konsole ist ja noch nicht fertig. Major RPG Evergreen und nennen das so. Damit wir gleich wissen, woran wir sind.
Nehmen die neue Grafik-Engine. Nehmen wir gleich mit. Das Marketing anhauen. Diesmal den Unterschied mal ansehen zwischen groß und klein. Nehmen das Small. Hier sehen wir jetzt auch, die roten Balken zeigen, was die laufenden Kosten sind. Die gilt es natürlich jetzt im Auge zu behalten. Was habe ich jetzt genommen? Eine RPG. Wer hat sich denn das einfallen lassen? Sag mal, bist du deppert? Das kann doch gar nicht miteinander funktionieren. Eine RPG-Simulation. Gehen wir mal irgendwie so hier. Hier gehen wir auch noch ein bisschen zurück. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Gehen wir mal irgendwo so hier hin. Und hier auch noch ein bisschen zurück. Vermutlich kann ich hier gar nichts nehmen. Ja, das war ja klar. Das reicht alles nicht. Ich brauche eigentlich 3A-Titel. Triple A. Warum kann ich das eigentlich noch nicht? Alles nicht so wunschgemäß. Schade. Also, das mit der eigenen Spielemesse habe ich noch nicht so ganz verstanden. Im Moment kostet es mich einfach hier hinten. Aber die Messe... Ah, wollte ich gerade sagen, die Messe findet nicht statt. Der Hype... Ja, es macht doch einen Unterschied. Hey, bitte, ihr haltet es durch bis zum Ende. Kommt danach sofort Ferien. Ich verspreche euch das hiermit hoch und heilig. Sobald der Release ansteht. RPG-Simulation 50%. Würde ich mal so hier regeln. Ja, und irgendwie. Irgendwie so ungefähr. Kannst du noch ein bisschen zurück? Hast du genau 100? Dialoge, das funktioniert. Ich kann jetzt vermutlich nicht. Nee, natürlich nicht. Wenn ich Dialog-Tree... Ja. Versuchen wir das so. No Loading Screen. Ja, das reicht natürlich auch nicht. Wenn wir auf Minigames verzichten, darf Easter Eggs. Das versuchen wir jetzt mal so. Hey, bitte haltet durch. Wir sind... Es geht nicht mehr lange. Wir sind schon in der Zielgerade. Unsere eigene Messe. Mal sehen, ob wir hier jetzt mehr als diese 1,4 Millionen waren es erreichen. Sieht nicht so aus. Im Gegenteil. Doch. Doch, wir erreichen mehr. 1,5 Millionen. Der Hype hat auch wieder angezogen. Ey, bitte haltet durch. Kommt, wir haben es bald. Nee, haben wir es eigentlich nicht. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Es könnte sogar knapp hinreichen. Ganz, ganz knapp. Ach. Ach, 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 ach. Können wir ungefähr so lassen. Jetzt gehen wir aber noch weiter zurück. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Grafik nicht fertig wird, aber das wird schon klappen. Dynamische Welt funktioniert nicht, aber Economy funktioniert noch. Arndt wird jetzt überarbeitet. Dafür ist ein Loop, ist langweilig. Perfekt. Ich würde sagen, das ist perfekt. Machen wir auch gleich so. 31. Jahr, es wird irgendwie knapper. Kommt. Ihr schafft es. Na, 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 na. Jawohl, Diamond. Sell 10 million copies of a game without the help of a... Wie auch immer. Ich nehme mal an, das sollte noch Entwickler am Schluss heißen. Send on vacation. Das geht in die Ferien. Unbedingt. So. Kann ich dich wieder trainieren? Dir reicht es immer noch nicht.
Dann schicken wir dich nochmal in Game Dev und dich Level 6 schicken wir in Designer. Ihr zwei müsst das alleine regeln. Im Moment. Hier wird schon langsam knapp. Schade, Trend verschlafen. So kann es manchmal gehen, wenn man nur released, wenn jetzt dann. So, kommt, kommt, kommt. Na, ist ja unglaublich, wie viel Bugs es hier noch hat. Und Release. Wieder trainieren. Diesmal trainieren wir gleich alle. Wir schicken dich wieder in Game. Ne, dich schicken wir eindeutig jetzt mal in Speedkurs. New Records, Great Combo, Good Management. Jetzt purzen wieder die Mitarbeiterrekorde. Level 7. Abraham, sehr schön. Ich glaube, das kommt sogar rechtzeitig. Kann ich dich jetzt? Genau, jetzt kann ich nämlich. Mit Level 7 kann ich ihn spezialisieren. Was brauchen wir denn noch? Ich glaube, Dialoge? Level Design haben wir jemand, das weiß ich. AI wäre natürlich eine Möglichkeit. World Design habe ich jemand. Grafik habe ich. Sound habe ich, glaube ich, noch niemand, oder? Ich mach dich zum Sound. Eine 9. Darfst du weitergehen? Eine 10. Eine 9. Und eine 8. Das heißt, wir machen dich jetzt sofort zum Sound. Was werden das? Was fehlt mir denn hier? Hier fehlen mir noch ein paar Designpunkte. Gehst du mir noch das erledigen? Dich machen wir beim Research. Ich darf einfach nicht unter 200 kommen. Dich machen wir... auch beim Research. Dich trainieren wir beim Speed. Und dich trainieren wir... ach, liebe Maus. Dich trainieren wir bei Technologie. Und mich selber. Ich habe wieder doch auf den richtigen Ort geklickt, aber es wollte nicht. Na? Dich trainieren wir bei... was bist du? Du bist Story and Quest. Dann trainieren wir dich beim Speed. So, los. Und hier werden schon das erste Mal problematische Daten angezeigt. Das heißt, wir gehen hier aber gleich nachher auch wieder was erledigen. Jetzt können wir nämlich spezialisieren. Sound haben wir gesagt. Dich lassen wir noch nach neuen Topics suchen. Dich lassen wir noch nach neuen Topics suchen. Dich lassen wir noch neuen Topics suchen. Dich auch. So. Alle beschäftigt. Sehr schön. Du noch als letzter. Dann haben wir alle Topics. Perfekt. Wir sind durch. Alle Topics erreicht. Unsere neue Spielekonsole reicht uns auch noch davor. Es tut immer wieder gut, so Mitteilungen zu lesen. Machen wir ganz kurz noch ein Contract Work. Und dann machen wir hier was dagegen.
Na, alle durch? Perfekt. Dann machen wir Sequel. Hier sind wir am 30. Jahr. Ist eigentlich ein bisschen knapp. Aber bis das dann schlussendlich entwickelt ist, müsste das hoffentlich reichen. Ansonsten nehme ich es halt wieder vom Markt. Darker. Ja, sehr schön geschrieben. Darker Side of Cam. Was für Quatschtitel doch immer mal wieder hier sich offenbaren. Machen wir die Evergreen. Nehmen die neue Grafik-Engine. Hauen das Marketing an. Wieder Large. Los. Beim RD-Labor machen wir wieder eine eigene Spielemesse. Ach, machen wir nicht. Immer wieder erstaunlich, wie schnell hier das Zeugs aufpoppt. Manchmal wäre ich dankbar, die Zeit würde langsamer laufen. Oder man könnte die Zeit einstellen. Das wäre ein Feature, das ich mir wünschen würde. Hier kann ich, glaube ich, immer noch nichts zusätzlich auswählen, weil es einfach nicht reicht. Ich könnte natürlich lineare Story und dann vielleicht... Nee, kann ich nicht. Cutscenes. Wenn ich das so mache. Versuchen wir das so. Engine Mod Support. Ich glaube, das reicht eben leider immer noch nicht. Save Game. Brauchst du ein Save Game? Reicht eh nicht. Wenn ich jetzt die Maus wegnehme, nee, natürlich auch nicht. Ach, das ist alles. Ich brauche mehr Punkte. Ich brauche mehr Punkte. So, das müsste alles klappen. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal so richtig eingestellt. Ich frage mich gerade, warum ich keine AA, AAA machen kann. Vielleicht brauche ich tatsächlich einmal einen Auftrag erfüllen für ein großes Studio, damit ich das lerne. Und ihr seht, der Hype funktioniert jetzt nicht so großartig. Hier bin ich fast richtig. Könnte ein bisschen zurück, aber... Ja komm, wir machen es mal so, dass es perfekt reicht. Eigentlich müsste es mehr sein, aber... Das funktioniert leider auch nicht. Ich könnte hier... Versuchen wir das dieses Mal so. Haben wir... Ach, den Sound habe ich jetzt schon eingesetzt. Bin ich blöd. Dann kann ich doch sicher noch auswechseln. Wir haben aber keine AI. Niemand, der die AI übernimmt. Wenn ich jetzt die Engine... Dann wäre es... Ja. Probieren wir es mal. Komm. Versuchen wir es diesmal so. Die drei... hintere Reihe ist schon wieder sich gegenseitig am aufschaukeln, damit sie wieder Ferien bekommen. Das bekommen sie auch gleich, sobald wir hier durch sind. Machen wir auch noch. Der Hype funktioniert im Moment irgendwie gar nicht. Ich muss mir hier was einfallen lassen. Na, kann ich Surround Sound? Verzichten wir auf den Soundtrack. Verzichten wir hier mal auf die Virtual Economy. Ja, wobei Virtual Economy.
Open World Day Night. Ach, da müsste ich zu viel verzichten. Schade. Das Team ist dafür perfekt ausgelastet. Lassen wir das so. Und unsere neue Konsole wird gleich veröffentlicht. Voilà. Schnell dahin. Die Qualität ist exzellent und wird für Ewigkeiten rennen, wenn man das hier so übersetzen möchte. Wow. Perfekt in der Zeit. Und zurück mit euch. Komm. Machen wir das am Anfang so. Nein, ich will wieder zurück. Nicht die G3. Ich will nicht die G3. Es ist zwar schön, dass der Hype nochmal anzieht. Millionen hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. So viel verbessert hat sich jetzt das auch nicht. So, jetzt lass mich zurück. Lass mich zurück. Zurück. Das R&D-Labor. Nehmen wir das Budget wieder weg. Und euch schicken wir alle in die Ferien. Haben die jetzt eigentlich unsere Messe angekündigt oder nicht? Ich versuch's mal mit ausnahmsweise 1 Million. Irgendwie will das im Moment nicht. Im Moment mache ich grausame viele Entscheidungsfehler. Finish. Und ich höre die Musik knacksen. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Sound. Wenn wir schon vom Sound reden, hier gab es noch eine Verbesserung. Dann schicken wir euch wieder ins Training. Du machst mir noch... nochmal einen R&D-Kurs. Schade, zu spät, zu spät. Die Fortsetzung, eine 9. Ich glaube, ich schaffe es nicht in der 10er Wertung dieses Jahr. Eine 9. Und noch eine 9. Und jetzt gehen auch hier, könnt ihr jetzt gleich verfolgen, gehen die Wertungen jetzt, also nicht die Wertung, sondern der Verkauf funktioniert jetzt auch wieder. Geht es wieder in den grünen Bereich. Absolut wünschenswert. Dich schicken wir nochmal ins Speedtraining. Dich schicken wir auch ein Speedtraining. Bei dir machen wir, ich würde sagen, auch Speed. Und jetzt komme ich nicht mehr nach mit den verschiedenen Möglichkeiten. Dich schicken wir in Research. Komm. Habt ihr mal den Balken rechts gesehen? Ist ja ewig. Ist ja brutal lange. Das ist natürlich jetzt am Ende mit zwei MMOs gleichzeitig. Mit der Konsole plus neuen Spiel und so weiter. Das ist jetzt ein bisschen sehr viel Information auf einmal. Bei dir machen wir einen Research-Kurs. Und ich hasse es, dass es mit der Maus nicht richtig funktioniert. Komm. Dich schicken wir auch ein Research. Dann gehen wir ins Budget, ins Hardware und nehmen das hier noch zurück. Komm. Gehen wir mal auf 750 runter. Ja, 600. Und dann denke ich, machen wir an dieser Stelle eine Pause. Ich schicke die Herren und Damen hier noch in die Ferien und werde, wenn ihr zurückkommt, mir was Neues überlegt haben für euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich auf bald wieder an gleicher Stelle im gleichen Büro. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye!